Ja, die Menschen, die hatten hier keine Nahrungsmittel, kein Trinkwasser. Natürlich am Anfang auch kein Strom für die Heizung, um das Ganze ein bisschen angenehmer und wärmer zu machen. Und da waren wir hier die Anlaufstation, wo man sich ein bisschen aufwärmen konnte und dann auch gleichzeitig etwas trinken und essen konnte und dann auch sich mit den Leuten unterhalten konnte. Weil das ist in so einer Krisensituation auch mit das Wichtigste, dass die Leute einen Ansprechpartner haben und auch merken, dass man den Leuten zuhört und dass man die auch ernst nimmt, dass man die Sorgen ernst nimmt. Das ist ganz besonders wichtig. Wenn man sich hier die Zerstörung ansieht, dann ist man fassungslos, wenn man das erste Mal hier hinkommt. Das kann man gar nicht verstehen. Ja, ich war anwesend, ich war im Haus drin. Leider. Also wir hatten zuerst gedacht, es kommt nicht so hoch, wie wir es jetzt im Nachhinein wissen. Also wir hatten gedacht, okay, wenn das nachher auf der Straße einen halben Meter oder einen Meter steht, reicht das. Aber dass die Fenster kaputt gehen, dass wir fast bis zum ersten OG fast das Wasser gestanden hat, damit hat keiner gerechnet. Und dann war bei uns nur die Frage, wie bleiben wir am sichersten da? Und dann haben wir uns auf den Speicher erstmal verkrochen oder Zuflucht gesucht. Und das hat zum Glück, das Haus hat standgehalten. Das würde ich nicht nochmal mitmachen, also so was Schreckliches. Und das kann man, glaube ich, gar nicht, wenn man das selber erlebt hat, so mitempfinden. Wenn man sich mal umschaut, da vorne ist die Kante an dem Haus zu sehen. Dieses Braune, da sieht man die Wasserkante, wie hoch das Wasser gestanden hat. Und wir befinden uns jetzt ungefähr so 1 Meter, 1,50 Meter unterhalb der Wasserlinie. Und daran kann man schon festmachen, wie das hier in dem Moment ausgesehen hat. Ich habe die Firma Würmern im Internet gesehen, bei Facebook. Hab mir ein Video angeschaut und hab mir gedacht, schreibst du mal die nette Firma Würmern an. Ja, und jetzt 2 Wochen später ist der neue, beklebte Kühlanhänger. Wir sind sehr froh, dass sich so viele ehrenamtliche Leute darum kümmern, wie die Reservisten. Und, Macht zwischendurch auch mal einen Spaß, dann lacht man mal zusammen und dann wird das Ganze wieder ein bisschen freundlicher und dann kann man wieder ein bisschen mehr helfen. Das ist immer ganz wichtig. Genau. Der Anhänger ist erstmal für Getränke. Wir haben aber auch aus Platzgründen jetzt die Getränke gestern Abend alle in den Anhänger geräumt. Wir kriegen morgen noch eine Lieferung mit 400 Bratwürstchen und die müssen natürlich dann vernünftig entsprechend kühl stehen und dafür würde die Kapazität mit Kühlschränken nicht ausreichen. Deswegen ist das schon mega klasse, dass wir jetzt einen Kühlanhänger da haben. Generell werden generell Helfer benötigt, ja. Wobei der Fokus, glaube ich, momentan mehr auf Firmen gezogen ist, dass sie Heizungen aufbauen, Estrich-Firmen, die Innenausbau machen und in den schlimmsten Zeiten zeigen die Menschen sich von ihrer besten Seite und helfen, wo sie nur können. Ja. So kann man das hier sagen.